Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht kaputt geht. Das wäre natürlich so übel ärgerlich. Meine Güte! Oh mein Gott! Das kann's doch nicht sein! Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Fighter. Ach ja, ich liebe dieses Intro und ich glaube, das werde ich auch so behalten. Und auch so weiterführen. Also wenn euch das auch gefällt, einfach Bescheid sagen. Dann freue ich mich natürlich. Und was ich jetzt gleich machen wollte, ist, die ganzen Hexical Essenzen oder allgemein die Essenzen erstmal zu sortieren. Bottle O'Chanting. Alles, was glitzert, mache ich, glaube ich, mal in eine Kiste rein. Lapis Lazuit, Emerald. Ah, ich liebe diesen Song. Blaze Rod. Was mache ich denn damit? Das weiß doch keine Sau. So. Glitzer kommt in die Truhe. Ja, mein Haus müsste ich vielleicht auch irgendwann mal weiterbauen. Ja. So, dann. Ich glaube, das Zeug, das schmeiße ich alles weg. Weil das brauche ich wirklich nicht. Das brauche ich, glaube ich, echt nicht. Vielleicht doch das vielleicht schon. Ich weiß es noch nicht. Aber den Rest, den werfe ich weg. Und das hier auch nicht. Und den Pisten. Ah, den Pisten kann ich eigentlich auch wegwerfen. Und da gucke ich mal, ob ich das hier vielleicht an die Tür ranbauen kann. Geht das? Nee. Okay, ich dachte, weil es jetzt ein Zeichen wäre oder so. Gut, dann werfe ich das alles hier einfach mal weg. Und Zeit natürlich wieder stoppen, wie immer. Yeehaw. So, dann erstmal alles weggeschmissen hier. Na. Oh, was war das denn? Das war irgendwas mit Slime. Slime, aha. Das brauche ich nicht. Ist alles zum Bauen, glaube ich. Oh, okay, gut, dann brauche ich das allgemein auch nicht. Das kann weg, das alles weg. Ich bin jetzt nicht so ein Baufan, deswegen kommt das bei mir einfach weg. Der ein oder andere wird vielleicht dann etwas entsetzt jetzt davon sein. Aber naja. So, dann habe ich nämlich dafür eine freie Kiste jetzt, wo ich alle meine tollen Sachen reinmachen kann. Und zwar die hier. Das nehme ich noch mit. Und hier, das Schild mache ich am besten einfach mal so als Spawn hier hin. So, da weiß ich ja jetzt, wie es funktioniert. Und wenn ich das gedrückt halte, dann... Ich habe mich 5 Meter teleportiert. Aber der Spiegel, der ist richtig geil. Der gefällt mir. Der gefällt mir sehr gut. So, Golden Carrot. Das kommt hier unten hin. Ja, ich glaube, ich sortiere heute mal ein bisschen die Kisten noch. Nebenbei. Das lege ich mir hier unten schon mal zurecht. Da wollte ich ja einen Sattel bauen. Das kann ich mal in den Ofen reinpacken. Emerald. Beanstalk. Was brauche ich sowas? Hm. Essen mache ich hier unten alles mal hin. Oh, goldenes Güsal. Das brauche ich auf jeden Fall. Das kommt in meine Kiste der wichtigen Sachen. Das ist Essen. Oh, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Gleich mal tausendfach geteilt. Lapis Lazuit, okay. Alles klar. So. Dann, wo kommt das hin? Machen wir das mal hier hin. Dann kann ich mir jetzt den Sattel bauen. Eine Feder brauche ich natürlich noch. Ich frage mal den Herrn Dick da, ob er schlafen möchte. Ich glaube, die goldene Karotte mache ich mir hier auch nochmal hin. Enchantment Book, okay. Lebensessenz. Hört sich ja alles sehr interessant an. Ich
Ich glaube, damit kann man einige Sachen bauen. Ja, und ich glaube, die Tische, die haue ich jetzt auch weg. Die gefallen mir irgendwie nicht. Die haue ich einfach auch außerhalb meines Grundstücks einfach mal hin. Oh je. So ein Gewurstel hier. Aber wir haben ja noch eine Minute Zeit. So fast. Bis er dann schlafen gehen will. Na, wir haben es gleich. Boah, liegt da eine Menge Zeug. Okay, das muss natürlich auch noch weg. Dann mache ich hier alles mit Kisten am besten voll. Damit ich das auch besser sortieren kann. So, weg mit dir. Dich brauche ich nicht mehr. Oh, hier habe ich ja noch mehr Zeugs. Hätte ich vielleicht auch noch sortieren sollen. Wenn ich schon mal gerade dabei bin. Wenn er mir dann antwortet, dann gehen wir schnell mal ins Bettchen. Emerald haben wir hier. Slime. Hebe ich mir mal auf. Die Torches auch. Daraus kann ich noch schnell was zu essen machen. Das sollte, glaube ich, auch Essen sein. So. Genau, 4 Brot. Perfekt. Warum liegt das Brot eigentlich dort? Den Güsal mache ich hier hinten rein. Da haben wir ja auch unseren goldenen Güsal drin. So, und ja, mit den Torches könnte ich gleich mal ein bisschen was ausleuchten. Sag, wenn du bereit bist. Oh, das Smiley haben wir verkackt. So. Erstmal hier rundrum. Ja, machen wir das erstmal provisorisch alles. Das ändere ich dann alles noch um. Am besten immer im Livestream dann. Weil, ja. Hier hat man nicht immer so viel Zeit. Er liegt im Bett. Okay, alles klar. Tja. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir es überhaupt dahin schaffen. Zum Bett. Wenn da nicht überall schon Monster liegen. Oh, jetzt können wir auch nicht mehr rennen. Ah, wir schaffen es. Ah, geschafft. Okay. Gut, alles klar. Ich wollte noch schreiben, geschafft, aber na gut. So, dann schauen wir gleich mal, wie stark unser Schwertchen ist. Autsch. Ja, gut. Es hat sich dann. Testen wir es mal im Ihn aus. Hä? Hä? Also wir können nicht damit angreifen. Wir tauschen Emerald. Oh, damit kann man also tauschen. Und dann kriegt man Essen von denen. Das ist auch cool. Das gefällt mir. Ist eine gute Idee. Schön, dass ich das auch mal entdecke. Jo, wie macht man das jetzt? Hm, haben wir nur noch 3. Reicht leider nicht mehr richtig aus. Oder mache ich es allgemein so? Verschiebe ich die 2 hier nochmal. So, und dann wollten wir uns eigentlich an den... Wie heißen die nochmal? Schokobo. An Schokobo wenden. Hier drin könnte ich ja eigentlich auch nochmal ein Lämpchen platzieren. Und da haben wir auch schon alle verwendet. So, dann muss ich schnell mal was essen. Und ja, keine Ahnung, was mir jetzt das Enderschwert bringt. Das muss ich einfach nochmal nachschauen im Internet. Oder nachlesen alles. Was das so bringt. Dann nehme ich mir am besten einfach nur das Steinschwert mit. Und das hier, das Schildchen. Kommen wir auch schnell wieder nach Hause. Ja, dann nehme ich mir den Güsal mit. Ich hoffe, der eine reicht. Man weiß ja nie. Männchen mal, wie viel brauche ich denn dafür? Ich bräuchte nur 2. Alles klar. Und ein Leder. Dann machen wir uns doch mal auf die Suche nach einem Schokobo. So, welche Richtung hatte ich denn? Ja, letzte Folge war in dieser Richtung.
war doch hier einer. Und ist das nicht auch Güsal? Nee, das ist... Oh, okay, das sind Karotten. Okay, die brauche ich natürlich nicht. Auf dem anderen Server oder vor dem Update war das so... Oder vor dem Neustart war es so, dass ziemlich viel Güsal rumlag. Da ist er. Der ist sogar noch da. Coole Sache. Scheibenkleister. Er ist nicht in uns verliebt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nach Güsal suchen. Hm. Ja, es macht sich allgemein nicht so gut. Vielleicht ist hinten in dem Dungeon... Oh, war das eine knappe Sache. Wow, das ist böse. Das ist echt böse. Ich mach das hier mal weiter auf, damit man das vielleicht besser sehen kann. Für die anderen Leute, die hier noch langlaufen. Nicht, dass es da noch den ein oder anderen Toten gibt. So, jetzt sollte man es aber sehen. Also das war echt eine böse Falle. Was ist das denn? Ein... Nein, danke. Wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Boah, die greifen sogar die Bären an. Die sind ja mal böse drauf. Dann gehe ich einfach mal hier ein bisschen lang. Erkunde die Welt. Was haben wir denn hier? Gibt es hier nicht mal einen Eingang? Oder wie? Oh, da oben ist sogar die Endkiste drin, glaube ich. Vielleicht ist es die Endkiste. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Dungeon, der nach unten geht. Und dann habe ich da schlechtes Zeug drin. Aber man kann ja trotzdem mal schauen. So. Hoffentlich reicht das. Reicht. Perfekt. Naja. So tolles Zeug war da jetzt nicht dabei. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal einen Lederhelm. Ja, und da ich immer so bin, ich nehme die Kiste gleich mit. Ich schaue mal, ob ich die zweite Ebene vielleicht auch noch schaffe. Schaffe ich das mit der Hand abzubauen? Ne, würde zu lange dauern. Dann schauen wir doch mal hier rein, was es hier so Tolles gibt. Spinnen auf jeden Fall. Ne. Ne, ne, ne. Das machen wir mal nicht. Dafür können wir mal in diesen Dungeon da gehen. Autsch. Na, den Apfel hat er doch nicht gegessen. Habe ich wohl zu schnell weggezogen. Güsal. Alles klar. Hier haben wir... Oh, gut. Dann gehen wir nur in die erste Ebene des Dungeons. Ich versuche nicht irgendwie gierig zu werden. Aber es ist gut möglich, dass es passiert. Denn eigentlich wollten wir heute unseren Schokobo kriegen. Unseren ersten. Der auch schon sehnsüchtig auf uns wartet. Ach du Scheiße, ne. Never. Never. Heilige, wo bin ich denn gespawnt? Nö, oder? Boah, Gott sei Dank. Wir haben es noch überlebt. Oh, bitte sei irgendwas Freundliches. Okay, dann müssen wir jetzt den Weg zurückgehen. Dann habe ich mich irgendwie verklickt. Dann war das jetzt doch nicht so toll. Gut, dann können wir den Schokobo dann gleich auf dem Weg mitnehmen. Oh. Oh oh. Ich sollte jetzt doch nicht zu riskant hier vorgehen. Oh, was ist das denn? Oh. Oh. Oh, was war... Wow. Wow, wow, wow. Haunted Armor. Alles klar. Nee, danke. Ciao. Haust rein. Okay. Das war nicht so eine gute Idee, aber das merke ich mir. Da drüben gehe ich auch nochmal schnell gucken. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Was ist das denn? Schaut mal auf die Karte. Das sieht ja aus wie so ein... Wow. Ein Castle. Was haben wir hier? Was soll das hier darstellen? Sieht ja auch mal interessant aus. Oh, da ist sogar eine Kiste, oder? Nee, das war nur ein kleiner Bär.
Ja, hier könnte man sich auch gemütlich machen. Nimm Castle, aber ich glaube, hier sind... Ja. Och, du Heilige. Nee. Das muss ich mal erobern später. Muss ich später mal erobern. Gut gedeutscht. Oh, da haben wir noch eine Hexekill-Essenz. Gut, dass ich die noch gesehen habe. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich die brauche. Aber das werden wir irgendwann noch herausfinden. So viele tolle Sachen hier zu entdecken. Wo ist denn jetzt eigentlich der Schokobo hin? Der war doch auch irgendwo hier. Da ist er. Gut. Dann zähme ich mir den schon mal. Da hat der Dick da auch schon das Spiel verlassen. Oh, da sind sogar mehr. Oh, der frisst aber eine Menge. Oh, das gibt's jetzt aber nicht, oder? Nö. Das lasse ich mir nicht gefallen. Droppt mir... Ja, jetzt hat er mir wenigstens zwei Federn gedroppt. Kann ich mir zwei Sattel bauen. Aber das war jetzt echt fies. Den merke ich mir, den Schokobo da hinten. Vielleicht habe ich sogar noch Zeit. Oh, da ist sogar noch Güsal. Mit Güsal-Samen. Alles klar. Ja, dann können wir jetzt nur auf... Hatte ich nicht zwei eigentlich abgemacht? Hm. Gut, dann kann ich jetzt nur darauf hoffen, dass er direkt beim ersten Mal mein Freund wird. Huhu! Oh, cool. Gut, dann brauche ich jetzt aber noch schnell ein Crafting Table. Ach du. Dann gehe ich mal schnell bei Niamax rein. Oder wie Niamaxilian hier heißt. Ich muss mal schnell ein Crafting Table benutzen. So. Und da haben wir ihn. Alles klar. Wir haben unseren ersten Chocobo. Wuhu. Den können wir dann auch gleich in den Stall reinmachen. Und dann kann ich mir auch dieses Wassergefäß da noch zubauen. Ja, nice. Guckt euch das an. Was der kann. Okay, bis jetzt kann er noch nicht viel. Aber niedlich ist er auf jeden Fall. Wuhu. Ist das cool. Also ich bin ein absoluter Fan von den Viechern. So, dann kommen wir mal hier rein. Nee, oder? Es klappt nicht. Mein toll gemachter Stall funktioniert nicht. Muss ich das hier unten wohl abmachen? Na, das gibt's aber nicht. Willst du wohl da rein? Willst du wohl hier rein? Nee. Jetzt komm doch her. So eng ist das doch gar nicht. Stell dich doch mal nicht so an. Meine Güte. Ja, dann muss ich das jetzt ein bisschen anders regeln. Hier muss es aber durchschaffen. Das ist ja jetzt wohl breit genug. Also, oh, jetzt habe ich den sogar gehauen. Das tut mir aber leid. Armer kleiner Schokobo. So, jetzt aber. Perfekt. Ich bin zwar jetzt gerade am Sterben. Ach du Scheiße. Ich bin echt am Sterben. Ich kann nichts machen. Leute, ich kann nichts machen. Ich kann echt nichts machen. Nee. Das war jetzt aber unfair. Also das war jetzt wirklich unnötig. Unnötig. Also das Dach muss ich auf jeden Fall höher bauen. Dann sammle ich jetzt schnell noch mein Zeugs ein. Meine Güte. Wo ist es denn hin? Boah, das ist ja kreuz die Quere geflogen. Mein ganzes Zeug. Meine Herren. Okay, das Ganze muss eigentlich... Das Ganze muss einfach noch höher. Muss ich irgendwann noch höher bauen. Aber erstmal, damit mein Schokobo hier nicht rauskommt. So. Hm. Klappt nicht so, wie ich mir das dachte. Ich wollte das jetzt eigentlich hier so verbinden. Muss ich da erstmal noch so einen Block? Jetzt klappt's, alles klar. Ah, dieses Heu immer. So. Alles klar, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja. Ich glaube, das schaffe ich noch, den Wasser...
Wasserbehälter. Dann füllen die, glaube ich, auch ihr Leben auf. Soweit ich das mal gehört oder gelesen habe. Ah, wie baut man denn das nochmal? Das habe ich doch letztens schon nachgeguckt im Livestream. Das war doch hier irgendwo. Ah, Zombies kommen auch schon wieder. Hm. Boah. Boah. Gehen die hier einfach in meine Häuser rein? Ich dachte gerade, was kommt der Zombie mich besuchen? Ach du je. Ja, wie nennt man das denn? Hm. Gibt's das überhaupt noch? Doch, es müsste es gleich geben. Ansonsten muss ich das einfach in der nächsten Episode dann machen. Wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe. Ja, Zombie. Mann, jetzt machen die auch noch meine Türen kaputt. Kann doch nicht wahr sein. Cauldron, da ist es. So baut man's. Oh. Oh nö. Ich hab nicht mal ein Schwert dabei. Geht doch mal weg, ihr. Ach du heilige Mensch. Boah. Meine Güte, jetzt hat er sogar noch meine Tür eingerissen. Meine Güte, meine Herren. Ein Eimer brauche ich natürlich auch, um da das Ganze noch mit Wasser zu... Boah. Gut, dann ist die Tür wenigstens nicht ganz kaputt. Muss ich sie nur neu setzen. Okay. Dann sortiere ich das alles nochmal schnell ein. Das kann ich noch anziehen. Warum habe ich hier eigentlich sowas? Das brauche ich nicht. Meine Güte. Denkt ihr denn, das ist euer Haus? So, das packe ich mir ins Inventar, damit ich nächstes Mal Bescheid weiß. Oh, ich habe sogar noch roten Güsal. Cool. Ich mag das immer alles schön sortiert. Okay, das Schwert behalte ich mir lieber. Hm. Ich verstehe nicht ganz den Sinn, wie man das hier drücken soll manchmal. Ah, okay, ich glaube, wenn sich das einmal so nach unten bewegt, dann... Was ist mit meiner Stimme los hier? Komme ich in den Stimmbruch oder was? So, das kommt hier nochmal schnell rein. So, ja. Sieht doch perfekt aus, ne? Perfekt. Oh, hier liegt sogar noch eine Feder. Und Kisten. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht kaputt geht. Das wäre natürlich so übel ärgerlich. Meine Güte! Oh mein Gott! Das kann's doch nicht sein! Boah! Jetzt reicht's hier mal! Gut ist! Boah, alles klar. Gut, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso viel wie ich, und ja, reingehauen.